Hallo, liebe YouTube-Freunde auf meinem Kanal Chris Kemper. Heute ist es wieder soweit. Es wird wieder spannend und spektakulär. Der Nico aus unserer Community hatte mich heute gebeten, für seinen neuen Kastenwagen hier mal zwei Lenkradschlösser auszuprobieren und er hatte mich auch gefragt, was ich von den jeweiligen halte. Also einmal haben wir hier Atago Special Security Europe. Das Besondere an diesem Lenkradschloss ist eben, dass wir hier auch ein Alarmsystem dabei haben. Also wenn sich hier jemand an dem Schlösschen hier zu schaffen macht, dann wird das Ganze einen riesen Lärm produzieren. Das finde ich persönlich recht sympathisch, weil es halt zwei Funktionen hat. Einmal, ich kann mein Lenkrad hier damit gut abschließen. Und das andere ist eben, es macht auch noch ein bisschen Lärm nach außen. Und da der Nico ja meistens seinen Kastenwagen vor der Polizei abstellt, ist das eigentlich ganz gut, wenn da auch mal ein bisschen Lärm kommt, wenn sich einer daran zu schaffen macht, dann ist das halt auch für Aufmerksamkeit nochmal gut. Den zweiten, den wir haben, den gibt der Nico mir mal rüber. Das wäre dann diese Geschichte hier. Das ist ein ganz klassisches Lenkradschloss, was also dann keine Batterie hat und was auch keinen Lärm macht. Dafür aber vielleicht ein bisschen stabiler mir zu sein scheint. Also hier steht was von Steering Wheel. Können wir noch mal ins Bild halten, das Ganze. Da seht ihr das auch. Das wäre halt die Version Nummer 2. Twin Bar Double Hock. Also da hat zweimal hier so eine Bar und dann auch noch mal diesen Doppelverschluss. Wie gesagt, finde ich auch sehr gut. Aber ich habe mich jetzt mit dem Nico mal entschieden für die Variante mit dem Alarmteil dabei. Das finde ich sehr gut. Und das wollen wir jetzt heute auch mal ausprobieren und werden es gleich auspacken und versuchen hier zu installieren. So, jetzt wollen wir das Ganze mal installieren hier. Ich packe jetzt das Ganze mal aus. Vielleicht hältst du mal die Kamera drauf, wie wir das schöne Teil hier rausholen. Hier ist erstmal ein Thank You von Atago. So, das Ganze sieht ja auch schon ganz schnucke aus eigentlich. Was ich auch ganz gut finde, ist, dass man das wohl ohne Handy bedienen kann. Das mag ich eigentlich auch. Dann ist das nämlich keep it simple. Ne? Sonst ist wieder das Handy leer und ganze Gedöns dabei. Kein WLAN und so weiter. Nee, das ist schon mal ganz gut, finde ich persönlich. Das ist das, was der Chris Kemper dazu sagt. So, hier haben wir die Schlüssel drin. Hier haben wir auch nochmal so ein extra Teil dazu. Das tue ich jetzt mal alles beiseite so ein bisschen. So, dann haben wir ja gesehen, dass wir das Schloss nach oben, dann bräuchte ich hier noch mal eben den Schlüssel von dem Kastenwagen, damit wir das Schloss in die richtige Position bringen können. Er will es ja noch mal einen höher haben, so wie ich das gesehen habe. Mal gucken wir mal, wie das geht. Noch einen mehr, dann das raus. Hakt er schön ein. So, jetzt ist er in der richtigen Position. Da sehe ich schon. So, hier haben wir auch Schlüssel bekommen. Dreifache Ausführung. 1, 2, 3. So, dann schauen wir mal, wenn wir das Ganze aufmachen. Ah ja, guck mal, das scheint doch wirklich simpel zu sein. So, dann machen wir hier. Oh, was ist da denn dran? Guck mal, da ist so ein Zeug dran. Das finde ich jetzt nicht so schön. Aber gut. Ja, kommt wieder aus China oder so, ne? So, das machen wir jetzt mal so richtig hier fest, dass das dann auch wirklich keiner drehen kann, das Lenkrad, denn das ist ja der Sinn der Sache. Ich gucke jetzt mal hier, ob wir da noch ein bisschen mehr Spiel haben. Ja, ich mache das auch das erste Mal. So, zieht er sich ein bisschen nach oben. Aber so. So muss es im Prinzip sein. So, wir drehen es um. Und jetzt habe ich 10 Sekunden Zeit, schnell noch hier drauf zu drücken. Und schon haben wir die Alarmanlage aktiviert, die das gleich auch, glaube ich, quittiert mit einem zweimaligen Piepen, meine ich, das so gelesen zu haben. Genau, jetzt ist die Alarmanlage aktiviert. Wunderbar. Und das Lenkradschloss ist jetzt auch im Prinzip... Ah, seht ihr, weil ich es aktiviert habe, geht der Alarm los. So soll es ja auch sein. Wenn jetzt das Lenkrad nicht mehr berührt wird, also der Dieb die Finger davon lässt, dann ist auch wieder Ruhe im Karton. So, wenn ich jetzt wieder anfassen würde, geht das ganze Gepiepe wieder los. Also ich finde das eigentlich sehr gut
Und ich frage mich auch, wie der Dieb das deaktivieren will, weil in dem Moment, wo er irgendetwas anfasst, geht halt der Alarm wieder los. Und der Alarm wird ja auch noch mal lauter. Das war ja jetzt richtig leise, aber wenn ich jetzt hier 2-3 Mal dran gehe, dann geht hier richtig die Post ab und dann werden wir hier gleich auf dem McDonald's verhaftet. Ne? So, jetzt wollen wir das Ganze mal deaktivieren. Ich glaube, das geht dann so. Wir stecken den Schlüssel rein, drehen das Ganze um und nehmen das Ganze hier ab und nehmen das Ding mit nach Hause. Ich finde das eigentlich sehr simpel und einfach. Also mir gefällt das Ding, würde ich mir auch kaufen. Was ich schade finde, ist halt jetzt hier so, dass da direkt so ein Schmodder dran ist. Das muss ja nun nicht sein. Aber ansonsten finde ich das ein schönes Produkt. Und ja, das könnte ich mir vorstellen, macht Sinn. Was hat es nochmal gekostet, Nico? Ich glaube um die 80 Euro. 80 Euro, ja, noch 80, okay. 90 Euro, irgendwie sowas, ja. Also 80, 90 Euro wäre es mir wert, das muss ich sagen. Weil ich habe zwei Funktionen. Ich habe halt so einen schrillen Alarm dabei. Und ich habe auch ein Teil, was wirklich stabil und robust ist. Also das kann ich, da kann keiner so mit spazieren gehen. Also am Ende Daumen nach oben. Da hat der Nico genau das Richtige gekauft. Und das würde ich euch auch empfehlen. Also Atago Alarm könnt ihr ja mal googeln. Bis demnächst. Euer Chris Kepper.